So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, der gute Fred ist heute mal wieder mit dabei. Ansonsten kommt das Video ein bisschen spät. Aufnahmezeitpunkt ist jetzt 20:01 Uhr. Ich versuche es so schnell wie möglich dann direkt hochzuladen. Wir waren noch ein bisschen unterwegs, Lichterfahrt angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Machen meistens so kleinere Kommunen, da treffen sich dann die Feuerwehrleute zusammen, schmücken ihre Autos, fahren durch die Stadt. Es gibt so seit Corona-Zeiten und ja, wird bei uns immer noch weiter vollzogen. Deswegen waren wir noch ein bisschen unterwegs und gerade zu Hause rein. Wir gehen zu den Supportern des Tages. Da fangen wir an mit, ja, ich weiß nicht, Parrot, Meta, Kangaroo, ob er schon mit am Start war. Bubba, Chor war, okay. Klinke, Christitz. Master Klinke, nochmal Christitz. Master Klinke, nochmal. Siebchen braucht Nachschub. Bang war das am Start. Crow D. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man einen ordentlichen deutschen Streamer auch unterstützen. Weiter so. Kuss, Kuss, Kuss. Vielen lieben Dank. Dann der Dreamman, Dreimann. Wahrscheinlich ist es Dreamman. Der Karl Liff. Liebe Grüße. Mach weiter so. Nochmal der Karl Liff. Vielen lieben Dank. Schmiddy, neue Taverne und sehnsüchtig warten auf das Update. Taverne gucken wir uns gleich an. Genau. Rey Mysterio ist am Start. DK, rein in die Taverne. Dings und so ist am Start. Robert, mach weiter so, feier dich sehr. Man merkt, dass du dir sehr viel Mühe gibst. Vielen lieben Dank, mein Guter. Ich versuche mein Bestes, auch wenn es manchmal gerade zeittechnisch ein bisschen knapp ist. Und ich nehme auch immer alles First Try auf. Ich schreibe jetzt hier keine Skripte ewig, damit es auch alles ein bisschen, ja, realistisch bleibt, ne? Wir könnten jetzt so schlechte Gameplays immer wegcutten, aber ich will es schon ein bisschen realistisch halten. Ich hoffe, das gefällt euch so und vielen lieben Dank. Der Painter Oil Centaurus ist auch am Start. Bisschen Angebote kaufen, vielen lieben Dank. Ah, Dönitz natürlich direkt wieder dreimal, vielen lieben Dank. Shirt, ey yo, ich bin's Fresh D, aka Fresh Dumbledore. Vielen lieben Dank, ein cooler Name. Kuss-Emote und 5 Bier-Emotes. Kuss, Kuss, Kuss. Cypher ist am Start. Catcher Fate, Raptor ist am Start. Tosk. 24 wird echt Zeit, dass die 100 Platin kommen und Tosk immer zweimal kaufen, weil es die es nicht schaffen, den 10er zu bringen. Ja, Tosk kann ich verstehen, aber kauf einfach einen Zwani so oft, wie du auflädst. Kannst auch einfach mal direkt den Zwani aufladen, Kapi. Nein, verstehe ich natürlich. Ja, werde ich leider nicht ändern können. Ah, Dönitz ist mit am Start. Der Roman Suslov zweimal, dreimal sogar. Kuss, Kuss, Kuss. Surreal Soul 88, ah, Dönitz. Mr. Katsu nochmal, vielen lieben Dank beide. GF Gut darf natürlich auch nicht fehlen. Viele liebe Grüße von German Fun. Kuss, Kuss, Kuss. Euch auch zurück. Der Shots da nochmal. Yo, yo, yo. Fresh D ist in the Hood. Ja, Shots ist auf einem ganz komischen Trip unterwegs, glaube ich, momentan. Kuss geht raus. Und vor 3 Stunden der Bang Bart. Vielen lieben Dank. Ansonsten kurz informativ: Es gibt die Balance-Änderungen. Die könnt ihr euch im Discord angucken, beim offiziellen Rush Royale Channel oder in meinen News müsste es auch repostet sein. Guckt euch das an, da gehen wir jetzt nicht durch, dann wären wir 3 Stunden dran, was es da alles gibt. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann an, wenn das Update live ist. Die Frage dazu kann ich euch auch noch nicht beantworten, wann es kommt. Wir können nur spekulieren. Wir gucken auch gleich in-game. Da ist noch was weiteres, womit man spekulieren könnte. Ansonsten wurde heute noch Category Cross Universe gepostet. Nee, gestern war es. Ich weiß nicht, ob uns das eventuell auf Special-Angebote hinweisen soll. Wir haben Candies und der Bruiser ist so froh. Ich denke mal, dass es da wieder diesen Special-Shop geben wird. Ich glaube, den gab es schon mal, dass da zu Weihnachten rum, ja, spezielle Angebote drin sind. Wenn ihr euch da was gönnt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin über den Creator-Code supportet. Ich verlinke euch nochmal das Video am Ende und am Anfang. Wir werden über Weihnachten ja auch das Special Giveaway machen. Dazu gibt es dann die Infos nochmal schriftlich, auch im Discord. Und ja, dann gucken wir mal rein. Heldentaverne. Wie gesagt, ich habe die letzte Heldentaverne nicht durchgezogen. Ich hatte euch ja gesagt, wir haben jetzt erstmal einen neuen PC zusammengestellt, dass wir da ein bisschen, ja, drauf sparen, beziehungsweise ich habe den natürlich erstmal jetzt so zusammengestellt und dann werden wir in-game mal 1, 2 Monate ein bisschen weniger ausgeben. Damit wir aber vernünftige Technik haben, um weiterhin hier auch für euch die Videos aufzunehmen und vielleicht auch mal etwas häufiger zu streamen. Ich hoffe, das ist akzeptabel. Und ja, vielen lieben Dank für die Leute, die sich da auch mit beschäftigt haben, weil hardware-technisch bin ich da nicht so gut bewandert. So, der hier ist hier schon mal cool, den müsste man ja schaffen. So halbwegs Free-to-Play nicht, aber wenn man die normalen Sachen so holt, Premium Pass und so, dann sollte man bis dahin kommen. Ansonsten hier, der ist schon sehr cool. Ja, so ein Frost-Emote mit einem Schneeball in der Hand. Und hier ganz oben dann noch ganz weihnachtlich die Ente. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer sich die gönnen wird oder vielleicht auch schon gegönnt hat. Ja, ansonsten Dimension der Drachen ist gestartet. Habe ich auch noch nicht gezockt. Mal wieder ein bisschen wenig Zeit. Wir haben, glaube ich, auch PvP-Event, was auch noch einen Tag, 4 Stunden läuft. Ich noch nicht eine Trophäe geholt habe davon.
Es ist schwierig momentan, ich sag's euch, aber wir kriegen es hin. Kommen auch wieder Zeiten mit mehr Zeit. So, wir haben hier nämlich noch eine kleine Sache. In Vorbereitung auf Update 23.0 wird die finale Stage vom Clan-Turnier einen Tag später am Dienstag beginnen und dann bis nächsten Montag laufen. Was uns das jetzt sagt, kommt das Update vorher, kommt es dann mittendrin, kann jeder für sich sagen, ne? Aber ja, als grobe Richtung sage ich mal, nehmen wir das auf jeden Fall noch als Tipp mit. Ja, höhere Bewertung. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wir zocken hier nochmal das Rot-Cappy-Deck und lassen dann so den Samstagabend hier ganz entspannt ausklingen, bevor wir dann morgen in den dritten Advent starten. Und dann ist auch schon bald, ja, Weihnachten, ne? Tatsächlich. Wir hatten ja so einen schönen aufblasbaren Weihnachtsmann draußen, der ist kaputt gegangen. Naja, noch schnell einen neuen bestellt heute. Den lasse ich mir nicht nehmen. Den 6 Meter durfte ich leider nicht bestellen. Ist denn der 2,50 Meter geworden? Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da auch so verrückt seid oder ob ihr da gar nicht drauf steht. Würde mich sehr interessieren. Wir haben hier einen Chili-Gegner. Einen Chili-Milli. Demon Hunter. Mit einem Trainer. 20er Trainer. Was mich ein bisschen verwirrt. Ich weiß, dass der ziemlich stark sein soll mit Item, glaube ich. Aber ohne Item sollten wir damit doch eigentlich klarkommen. Naja, mal schauen. Wir wollen uns nicht zu früh freuen. Könnten jetzt mal gucken. Sharpshooter. Wird nämlich, glaube ich, auch was gemacht. Trophy Skill. Wir hatten auch über einiges schon gesprochen. Da wird sicherlich sehr, sehr viel übernommen worden sein. Damage against Bosses for Mana Power-Ups ist increased 30% auf 50%. Also da wird tatsächlich nichts weiter geändert. Außer dass er noch gegen Bosse ein bisschen stärker wird. Okay. Okay. Das haben sich sicherlich einige anders gewünscht. So, die lassen wir hier auf jeden Fall stehen. Den hier eigentlich auch. Dann sind die beiden Felder schon mal. Nee, hier ist ja gar keins. Ja, dann wäre das Feld hier schon mal doppelt geboostet. Vier wäre sogar noch besser eigentlich. So. Was ich jetzt noch ganz gerne mache am Anfang neuerdings ist, dass ich den hier hochziehe. Dann ziehe ich den darüber, lasse den hier stehen auf T5, T6 und fresse dann mit dem hier weiter, damit halt der T5, T6er, wie auch immer, wie hoch wir den dann haben, dass der dann ordentlich Mana produziert, ne? Ach, gut, dafür müssen wir natürlich den wegkriegen. Ja, gut. Dann lassen wir den direkt da stehen, den geht auch. Leider keine Goldzelle bekommen, das ist traurig. So, jetzt haben wir nämlich hier ein T5 zu stehen und können jetzt mit dem hier fressen. Und dann produziert er 250 Mana, ne? Der hier auch nochmal 100. Und die ersten paar Bosse klappt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann kann man so, ja, fortfahren. Wir können auch einen zweiten hochziehen, denn einen wollen wir ja gerne hier stehen lassen, theoretisch. So auf T5 Minimum. Und der zweite produziert dann jetzt auch nochmal Mana. Das ist dann die Einheit, die wir dann später auch benutzen wollen, um den Schaden auszuteilen, sage ich mal. Der wurde absolut betäubt. Unfassbar. Drei. So, wir nehmen den weg. Den können wir hier reinmergen. Wo ist unser Wolf? Hier ist unser Wolf. Zack. Guck mal, 200, 300, 400, 500, 600 Mana kriegen wir jetzt gerade wieder pro Snacker. Das ist natürlich sehr, sehr gut, solange das unter 600 kostet. Win-win auf jeden Fall. Dann können wir hier die Ritterstatue weiter mit leveln. Na, die hier ist wichtiger, die erreicht hier halt beide, ne? Gut, der hier oben ist auch nicht schlecht, theoretisch. Ja. Wird das Feld hier doppelt geboostet und das hier auch. Gar nicht so verkehrt. So, hier kriegen wir uns wieder immer schön Mana her. So kann man das auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Haben wir noch ein Merch-Feld? Gar keins gerade frei. Und merchen hier mal rein. Wenn was Falsches rausgekommen wäre, hätten wir es halt einfach weggenommen. Zack, Ritterstatue hoch, Mana Power-Ups.
Und selbst bei denen reicht noch locker der Level 1er hier als Alpha Wolf. Das ist eigentlich ganz entspannt auf jeden Fall machbar. Bisschen eklig das Deck, wie gesagt. Guck mal hier, wir haben jetzt 500. Oh, den snacken wir nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. So. 550 bezahlt und wir bekommen 300 auf 1300. Knapp 1000 Mana pro Klick an der Stelle. So, zack. Oh, das ist nicht schlecht. Den lassen wir stehen. Den lassen wir stehen. Ja gut, dann snacken wir hier mit. So, dann können wir den hier schon mal höher machen. Der steht zwar im Merge-Feld drin. Das sollte schon klappen. Später brauchen wir aber auf jeden Fall halt die Ränge. Deswegen sollten wir schon zusehen, dass wir den einen oder anderen Scharfschützen auch stehen lassen. So, Dreier. So, hier natürlich die Fähigkeit ausnutzen. Jetzt spawnt noch eine zusätzliche Einheit. Moin, moin, Mia. Was geht? Ja, gerne reinmerchen. Sehr schön. Machen wir den auf T5 hier direkt. Dann läuft das. Welchen spielt er denn eigentlich? Zwielichtjagd, okay. Der wird jetzt ein bisschen gestärkt, glaube ich, mit dem Update. Sehe ich es auf die Schnelle. Sea Dog. Reaper, Katapult. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Scheinbar wurde da die Änderung zurückgenommen. Nee, doch, Demon Hunter. Absorbing of Evil. Bonus auf der 90 versus Reduced von 1% auf 0,5% tatsächlich. Also die rechte Fähigkeit leicht geschwächt. Keine Stärkung jetzt mehr vorgesehen. So, hier machen wir auch die Ritterstatue noch mit hoch. Ja, gerne reinmerchen. Komm, wir benutzen jetzt den hier. Wäre eigentlich auch cool, wenn wir die noch höher bekommen könnten. Den hier. Aber könnte schwierig werden. Mal schauen. Easy. So, wir müssen halt dann gucken. Ja, der steht halt nicht wirklich auf dem falschen Platz eigentlich, ne? Da hätten wir vorhin umdenken sollen. Aber gut, jetzt ist es so. Jetzt müssen wir es mitnehmen. Oh, komm. Jawohl. Vierer Drake ist da. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie eine Drake raus. Jawohl. Ein Einser fehlt noch. Dann können wir zumindest auf T6 machen. Schon mal besser wie nichts. Ein bisschen Mana gibt es noch zurück. Natürlich jetzt bei Weitem nicht mehr so viel. Hier noch ein bisschen Merch-Amulett ausnutzen. Hier unten steht eine Ritterstatue zu viel, genau wie hier oben. Stacks sammeln ist natürlich auch immer nicht schlecht. Hier die Stacks und ja, eigentlich alle Stacks, die man hier in dem Deck sammeln kann. Oh, komm, gönn. Okay. Ist in Ordnung, ich will mich nicht beschweren drüber. Komm, wir riskieren. Ein bisschen Platz geschaffen. So, da kommen die ersten Stun-Kugeln rüber. Ja, wäre jetzt ein zweiter Boss gekommen, wäre es schon vielleicht kritisch geworden. Zack. Er hat jetzt schon Probleme. Er hat jetzt schon Probleme, der Kollege. Was verklickt hier? So, den können wir hier raufziehen. Den zweiten Dreier brauchen wir theoretisch gar nicht. Jetzt aufpassen. Die Mana Power-Ups. Mit überhaupt Mana, dass wir darüber ziehen können noch. Obwohl er da ja auch gut steht, aber der läuft halt gleich aus. Vom Schaden her, deswegen müssen wir dann darüber nochmal. Dann können wir die hier eigentlich noch boosten, damit das Feld hier auch besser dasteht am Ende des Tages. So, zack. Kommen die ersten Zweierbosse. Gut, wir haben noch nicht so viele Scharfschützen oben. Okay, er trifft den Boss sogar.
Oh, das ist der nächste, sehr schön. Sehr, sehr gut. Ja, gut, umbauen, den können wir noch nicht. Aber den nächsten Scharfschützen noch eins höher. Warum denn nicht? Es kann doch nicht schaden. Kriegen wir nochmal einen Dreier. Den würde ich eigentlich gerne wieder umwandeln. Mal gucken, wenn es klappt. Oder so, das ist auch gut. Oh, okay. Gar nicht mal so gut, aber wir kriegen wieder einen Vierer. Das ist der Schaden irgendwie gerade nicht so hoch. Das ist gerade nicht so dolle. Ja, da kommen die Stunts rein. Oh, der zweite Boss wird jetzt wichtig. Komm. Ja gut, leider ist. Ach nee, der zweite ist kein Pudding. Ich erst noch. Jawohl. Oh, da hat er sich den falschen ausgesucht. Schade. Die 2-3er oder die 2-5er wären natürlich schöner gewesen. Glück gehabt, Kollege. Absolut Glück gehabt. So, dann ziehen wir einfach hier runter, immer wenn der falsch steht. Jetzt können wir wieder da rein. Perfekt. Und dann sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Hier können wir noch zusammenziehen. Da können wir nochmal was snacken. Zack, hier auch. Ja, das ist immer problematisch. Hier können wir nochmal einen T5er draus machen. Perfekt. Umwandeln. Kriegen wir noch einen Bonus. Und dann wieder da rein. Lassen wir stehen für die nächste Wave. Nochmal zwei Bosse. Ah, der Stun auf die Bannerlords ist natürlich mies für ihn. Ey, Katze. Zweiten Monitor erstmal schief gedreht. Alles gut, Yoshi? Gut, wichtig, den nicht getroffen. Sehr wichtig. Ah, das ist jetzt hier eklig. Müssen wir kurz mal versuchen, so auszuhalten. Damit hier mal schnell der Virus nur hier drüben wirkt. Aber wir müssen wieder rüber. Ihr seht's, ne? Sobald wir aus dem Merge-Feld raus sind, dann sind wir hier auch noch im negativen Feld drin. Das macht dann schon echt einen großen Unterschied, ne? Aber wir gewinnen das Ding. Gutes Spiel. Entspannt, würde ich sagen. Kann man mal machen. Und damit, ja, die ersten Bonus-Trophäen hier vom Event mitnehmen. Mal gucken, ob wir die noch ausnutzen können. Wäre ja nicht schlecht, ne? Und da bin ich echt mal gespannt, Weihnachten rum, das Event und alles, wie die neue Einheit wird. Ich echt, echt mega gespannt drauf. So, wir müssen jetzt hier wieder rüber, schnell. Gut. Ah, es war Glück. Alles gut. Klappt, klappt, klappt. Okay, den nehmen wir hin. Das Ding ist durch, würde ich sagen. Das war's. Gutes Spiel. Noch schön gegengehalten. Zwielichtjäger, ja. Weiß nicht, was ich von dem halte. Das andere Talent wird jetzt ein bisschen schlechter. Müssen wir mal abwarten, wie es dann aussieht. Aber so sieht's doch erstmal gut aus. 6000 Trophäen, aber der Kollege. Das war eine bittere Niederlage, obwohl wahrscheinlich ja doch. Ich bin von den Trophäen ziemlich niedrig. Da wird ordentlich was weggegangen sein. Naja, so ist es. So, ich bedanke mich bei euch. Ansonsten, ja. Wünscht euch noch einen schönen dritten Advent. Macht einen ruhigen. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat schon Urlaub. Ich muss noch durchziehen nächste Woche. Bin mit so fast der Letzte auf Arbeit, aber so ist es, ne? Wenn man zweimal umzieht im Jahr, das ist schon alle Reserven an Urlaubstagen und Freizeitstunden aufgebraucht. Ja. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Tag. Bis morgen Abend, 18 Uhr. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.